Es gibt einen wirklich blöden Witz, der sagt, Demokratie ist viel zu gut, um es mit allen zu teilen. So, dass das so nicht wirklich funktioniert, das wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile. Und dass es ohne Demokratie in Europa nicht geht, das wissen wir auch mittlerweile. Und das ist zumindest der Standpunkt von uns, die wir hier bei der Feuermauer aktiv geworden sind. Und das ist ein Standpunkt, von dem ich eigentlich davon überzeugt bin, dass wir ihn mit fast allen Österreichern teilen. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwesentlich bei alledem. Dem, was Österreich angeht, Österreich als Kulturnation, Österreich, das sich behaupten will in Europa oder der Welt, wir müssen einfach auch mal akzeptieren, das heißt auch diejenigen werden es akzeptieren müssen, die das ungern hören, dass Österreich auch nicht weniger ein Teil der Europäischen Union ist, als Kärnten ein Teil von Österreich. Und wir haben eine Europäische Union mit mittlerweile 500 Millionen, also naja, über einer halben Milliarde Einwohner. Und von dieser halben Milliarde gibt es 8 Millionen Österreicher. Und wenn wir es runterbrechen auf die Zahl der Bundesländer, eine doch verschwindende Größe von Landesgruppen oder Landesparteien oder wie auch immer. Wir müssen einfach die Sachen einfach mal berücksichtigen. Das ist die Realität. Und wir haben die Frage, die sich uns stellt, wollen wir als Kulturnation uns behaupten in Europa? Wollen wir die Rolle spielen, von der wir immer annehmen, sie stünde uns zu, die Rolle eines Vorreiters in vielen Dingen, oder wollen wir das Schlusslicht bilden und uns isolieren, indem wir auf nationaler Ebene Personen als unsere Vertreter in die Welt schicken, die uns gar nicht vertreten? Ja? Weil sind wir denn so, wie wir uns dadurch durch Protestwähler oder durch Protestwählen darstellen? Ja?